Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Gubi und heute gibt es das Wissenswertes über den Purpurprachtbuntbarsch. Viel Spaß dabei! Der lateinische Name des Purpurprachtbuntbarschs lautet Pelvicachomys pulcher und er stammt aus dem westafrikanischen Gebiet in Kamerun und Nigeria und wird bis zu 10 cm lang. Er wird ungefähr 3 bis 4 Jahre alt und sollte von der Temperatur her so zwischen 24, 25 und 28 Grad gehalten werden. Das Charakteristische an dieser Art, wir sehen hier einmal das Weibchen, sind hier unten diese purpurnen Bereiche, dieser purpurne Fleck hinter den Brustflossen und hinter den Kiemen. Das haben die alle. Hier sehen wir es auch nochmal beim Männchen, vielleicht etwas besser. Und es gibt bei dieser Art sehr, sehr viele verschiedene Farbvarianten und ja, da gibt es wirklich alles. Manche sind sehr lila und manche weniger lila. Und in der Paarungszeit, dafür ist diese lila eine Farbe wichtig, denn, und da wird sie auch nochmal intensiviert, denn das sind Höhlenbrüter und die betreiben Brutpflege. Das heißt, man kann die Art durchaus im Aquarium nachzüchten. Und ja, da färbt sich dann das intensiver rot, damit die kleinen Jungfische ihre Eltern erkennen können. Die orientieren sich dann nämlich an der lila Farbe von den Fischen. Und ja, im Aquarium würde ich sagen, von der Länge her 80 cm, ab 80 cm, also ungefähr 100, 120 Liter, so fängt es an. Und ja, da kann man ein Paar drin halten dann in dieser Beckengröße. Wenn ihr mehrere Paare halten wollt, dann mindestens 100 cm Kantenlänge, also 250 Liter Aquariumwasser, weil sie innerartlich doch recht aggressiv werden können. Und vor allem ja, in der Brutzeit Reviere besetzen und in der Balzzeit auch aggressiv gegenüber Artgenossen werden können. Aber alles in allem sind die Fische eigentlich recht friedlich. Ja, es sind halt afrikanische Buntbarsche. Das heißt, die können kurze Zeit auch mal ruppig werden. Aber alles in allem ja, sind sie recht ruhig. Ich persönlich halte ein Paar. Ihr seht hier immer das Weibchen. Ist interessanterweise neugieriger und ja, ich würde auch sagen mutiger als das Männchen. Das Männchen haben wir vorhin kurz gesehen. Die Männchen werden bei dieser Art natürlich, wie bei fast allen Fischen und vor allem bei Buntbarschen, werden die Männchen größer. Und zur Vergesellschaftung kann man sagen, also eigentlich kann man diese Art mit fast jedem Aquarienfisch vergesellschaften, außer natürlich, ja, sie sind zu klein, sowas zum Beispiel wie junge Neonfische oder ja, andere Nanofische, zum Beispiel kleine Salmler oder Bärblinge, können natürlich gefressen werden von dieser Art, weil, ja, wie gesagt, es sind Buntbarsche, die haben Zähne, die fressen an Fisch, was sie ins Maul kriegen, so wie fast alle Fische. Aber sobald die Fische groß genug sind, gibt es da eigentlich keine Probleme. Das Einzige, was passieren kann, ist vielleicht bei Welsen zum Beispiel, sollte man darauf achten, dass sie, oder generell bei Bodenfischen, aber vor allem Welsen, darauf achten, dass sie nicht zu klein und zu zierlich sind, weil ja die Fische, die besiedeln eher die unteren Regionen des Beckens und ja, wie gesagt, sind Höhlenbrüter, verstecken sich auch gerne mal in Höhlen und ja, die können sich dann mit den Welsen in die Jahre kriegen und ja, da sollte man einfach darauf achten, dass die Welse sich auch verteidigen können von ihrer Größe her und auch ein bisschen was einstecken können. Aber ja, zum Beispiel mit Arten, die die obere Beckenregion bewohnen, könnt ihr die problemlos vergesellschaften und das ist, stellt überhaupt kein Problem dar. Ja, zur Bepflanzung des Beckens, da ist es auch wieder, ist ja auch ein altgediener Fisch in der Aquaristik, den kennen die meisten Aquarianer und die sind auch wieder bei der Bepflanzung ziemlich variabel, weil ja, die kommen entweder in dicht bewachsenen Tümpeln oder Flüssen ihrer Heimat vor, aber auch in Bachläufen, sage ich mal, mit mittlerer Strömungsintensität. Das heißt, die sind da auch sehr variabel. Wichtig ist nur, dass ihr etwas Randbepflanzung habt, wo sie sich dann drin verstecken können. Und ja, das war's auch schon von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Sonst schreibt mir was in die Kommentare, falls es euch nicht gefallen hat oder ihr noch eine Frage habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.